Die Fans der Fortuna haben neue Hoffnung, dass ihr Wunsch nach einem Stehplatzblock in der Esprit Arena in Erfüllung geht. Auch die Verantwortlichen der Fortuna kennen die Forderung ihrer Anhänger nach einem dafür nötigen Umbau seit langem. Das Thema gibt es seit 2002 und in der Tat haben diverse Funktionstrainer in dieser Stadt damals den Fans auch versprochen, ich war bei einer Sitzung dabei, dass es irgendwann mal Stehplätze geben soll. Die Fortuna steht absolut dahinter. Eine Machbarkeitsstudie hat jetzt ergeben, dass ein Umbau prinzipiell möglich ist und das war bislang überhaupt nicht klar. Es werden sehr viele Umbaumaßnahmen folgen müssen, wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass wir auf Stehplätze zu Fortuna-Spielen umrüsten sollten. Zum einen, wie eben schon angesprochen, die Lagerplätze für ca. 4.500 Sitze, der Einbau von den sogenannten Wellenbrechern und die Erhöhung der Brüstung. Die ganzen Maßnahmen würden laut der jetzt vorliegenden Machbarkeitsstudie 2,5 Millionen Euro kosten. Geld, das es jetzt aufzutreiben gilt. Oberbürgermeister Elbers verspricht, dabei zu helfen. Ja, ich habe das immer gesagt und ich freue mich sehr über das Ergebnis, dass Stehplätze möglich sind, dass sie machbar sind und dass sie bezahlbar sind. Das ist natürlich ein Schluck aus der Pulle, ist keine Frage. Es ist jetzt festgestellt worden, ja 2,5 Millionen. Aber das ist immer noch deutlich weniger, als man so spekuliert hat. Wichtig ist das Ergebnis für die Fans und Fortuna hat das verdient. Und deshalb freue ich mich sehr darüber, dass das so kommt jetzt und wir werden es befördern, auch möglichst schnell umzusetzen. Den Umbau treibt auch die Faninitiative Stonop maßgeblich voran und da freut man sich natürlich. Ja, das kann man wohl sagen. Also die Nachricht kam doch abrupter als erwartet. Sie war ja erst für die nächsten Tage geplant und die Reaktion ist eigentlich überwältigend. Wenn es nach dem Willen der Fans geht, sollen die Umbaumaßnahmen in der Esprit Arena bereits 2010 beginnen. Und die Sommerpause nach dieser Saison erscheint nicht nur ihnen dafür ideal. Ja, das ist eigentlich, man kann es sagen, fast wie ein Geschenk, denn der Zeitrahmen im Sommer 2010 ist halt eben länger durch die WM. Und je nachdem, wie lange die Baumaßnahmen dauern würden, das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau, bietet es sich an und dementsprechend würde auch ein zeitlicher Druck im nächsten Sommer nicht so im Vordergrund stehen und die Sache eventuell viel gelassener und stressfreier umsetzbar machen. Ja, ich sehe den Sommer auch als guten Zeitpunkt und ich hoffe, dass wir das alles jetzt zügig hinkriegen. Deshalb habe ich gesagt, es muss jetzt schnell gehen, wir brauchen noch Genehmigungen. Aber ich denke mal, dass der Sommer eine gute Zeit ist, um das dann auch endlich zu machen. Im optimalen Fall könnten die Anhänger der Rot-Weißen sich dann bereits ab der kommenden Saison noch mehr auf einen Besuch im Stadion freuen.